Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei einem ganz klitzekleinen Informatik-Tutorial, beziehungsweise nicht direkt Informatik-Tutorial, sondern ein kleines Programm-Tutorial. Und zwar geht's diesmal um GIMP, ein ganz klitzekleines, oder was heißt klitzekleines, ist doch ein ziemlich mächtiges Bildbearbeitungsprogramm, analog zu Photoshop kann man fast sagen. Allerdings dann kostenlos. Und warum will ich das Ganze euch zeigen? Und zwar, der eine oder andere hat es ja mitgekriegt, ich bin unter die Thumbnail-Bearbeitung gegangen und eigentlich sind das ja alles einzelne Bilder und da will ich euch mal zeigen, wie kriegt man sowas hin. Also, zumal Schrift habe ich mit einfach mal so ein Bild genommen, einfach mal kurz einen Screenshot gemacht. Also Schrift, klar, könnte ich jetzt in Paint hier, meinetwegen nehme ich gelb und schreibe jetzt Folge 605 hin. So, aber ich könnte jetzt irgendwie eine andere Grafik hinzufügen. Macht also nicht wirklich viel Sinn. Deswegen habe ich da mich dann doch mal in GIMP eingearbeitet und der Anfang sieht immer schrecklich aus und deswegen guckt einfach mal, dass ihr das jetzt nicht so habt. Meistens fehlt dann noch irgendwie so überall Sachen verstreut, sondern wirklich sagt Einzelfenstermodus. Und dann ist wichtig, wenn ihr noch ein paar Sachen mehr links und rechts habt, das ist nicht so tragisch, sag ich mal so. Hauptsache, wir brauchen die Leiste, wir brauchen die Leiste und wir brauchen die Leiste. Kann man natürlich auch etwas anders anordnen, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Deswegen, wir sagen erstmal neu und natürlich wollen wir auch eine schöne Full HD und sagen dann 1920 mal 1080. So, die erweiterte Einstellung ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir hier transparent nehmen. Das, den Kommentar können wir hier erstmal weglassen. So, mal noch so ein bisschen auf die richtige Größe. Und jetzt einfach, ich habe hier, wir sind hier noch in Videobearbeitung drin. Ich habe hier mal einen temporären Ordner, wo ich jetzt einfach die Bilder, die ich alle sozusagen zusammenfüge, werden hier alle reingehauen. Das sind natürlich jetzt unterschiedliche Größe und so weiter. Das erste, wir haben hier unser Logo, der Hintergrund ganz unten. Dann hier kommt unter Klientbild und da werden wir jetzt hier natürlich das Objekt ein bisschen verschieben, ein bisschen vergrößern. Tja, ist die Frage. Aber ich glaube, ich müsste das Ebene ein bisschen skalieren und zwar auf 1080 mal 720. Nee, 1920 mal die wollen wir. Nö, wir sperren das Ganze mal nicht. Es ist ja jetzt nur beispielhaft. So, jetzt haben wir das Ganze hier auf der Ebene. So, das Logo kommt ganz oben drauf. Das ziehen wir hier einfach mal so ein bisschen in die Ecke. Also da habe ich mir schon eine PNG-Grafik genommen. Man könnte natürlich auch irgendeine andere Grafik. Und jetzt habe ich hier mir auch so einen Screenshot gemacht. Und jetzt kommt drauf an, was ihr aus dem Screenshot haben wollt. Ich wollte einfach mal diesen Krieger hier haben. Und schiebe ihn hier in diese Ecke. Jetzt nehmen wir hier diesen Radierer. Ich mach mal doch ein bisschen, ja, ein bisschen groß. Nein, wir sind hier noch beim, jetzt habe ich das Logo weggemacht. Das war jetzt natürlich nicht beabsichtigt. Wir müssen natürlich hier rauf gehen. Und ihr habt gesehen, jetzt sind wir noch weiß. Deswegen sagen wir hier Alpha-Kanal hinzufügen. Und jetzt kann ich das, ihr seht es hier, schön, hier alles schön ausgewaschen. Und jetzt kann ich hier, und hier, wie gesagt, hier kann man dann alles rum
einstellen. Ich kann hier verschiedene Formen auswählen. Da kann man dann wirklich schön rumexperimentieren, wie man das gerade möchte. So, allerdings muss ich jetzt noch hier unten den hier wieder ein bisschen verschieben. So, natürlich ist jetzt die Frage, wie kriege ich das Ganze hier unten weg? Da gibt es dieses Klonen. Aber da müsste ich mir nochmal überlegen, wie ging das nochmal? Das ist mit einem Bildbereich oder Muster kopieren. Da kopieren wir einfach mal das hier. Aber, ach ja. Ich muss natürlich auch im richtigen Bereich. Und jetzt könnte ich sozusagen, jetzt habe ich das hier übernommen. Allerdings sieht das jetzt nicht ganz so schön aus. Wir wollen ja möglichst von hier unten das übernehmen. Also machen wir hier jetzt erstmal. Das passt natürlich auch nicht. Also noch ein bisschen kleiner. Und hier erstmal irgendwie gucken, diesen schwarzen Ding hier lang gehen. Versuchen und jetzt klummern wir mal hier. Und dann können wir hier den neuen Ja, natürlich ist das jetzt, also ich wollte euch das nur mal so exemplarisch zeigen, wie man da vorgehen kann. Jetzt haben wir hier das noch alles hier, ich glaube, hier muss ich dann ein bisschen heller werden. Das war wieder... Ja, also hier ist es dann wirklich besser, einzeln sich zu klicken und dann muss man einfach, das ist natürlich jetzt die meiste Arbeit, irgendwelche Bereiche zu überdecken, markieren und so weiter. Also ihr habt jetzt das Grundprinzip, habt ihr jetzt hier gesehen. Hier bin ich jetzt fast weg. Ja, und hier wird es natürlich jetzt, fangen wir mal auch hier an, so ein bisschen das Ganze. Aber ich könnte, vielleicht müsste ich dann die Größe noch ein bisschen kleiner wählen. Naja, und auf jeden Fall, hier müsste man jetzt mal vielleicht noch ein bisschen, hier nehme ich ein bisschen größer, da kann ich hier hinten. Boah, so, ich wollte ja bloß die schöne Dame hier haben. Schön reingewaschen, das sieht so aus, als ob das hier alles sich mit überdeckt. Und hier haben wir auch schon angefangen. Wie gesagt, das dauert so, das ist halt doch noch ein bisschen Arbeit, diese störenden Elemente alle wegzukriegen. Deswegen habe ich mir dann einfach, dass ich bei dieser For-Story-Sache, die ist eigentlich immer, dass das Logo hier steht, habe ich eigentlich immer gleich. Deswegen habe ich mir da einmal, da gehe ich mal auf meine Thumbnail-Sammlung, Vorlagen, habe ich mir hier einmal so eine Vorlage erstellt, wo ich dann hier in die Ecke und hier kommt dann die Schrift rein. Und Schrift ganz normal, eben Farbe, Ausrichtung und so weiter, mache ich dann hier, kann ich dann ziehen, kann ich mir die Farbe, wie das dann in Paint auch so ist. Da machen wir jetzt mal la 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 la. Ist natürlich jetzt alles noch sehr, sehr klein gehalten. Und dann müssen wir es jetzt dementsprechend, machen wir das mal auf 36. Ist noch ein bisschen. Ah, man kann es langsam erkennen. 36, machen wir mal hier 72. So, jetzt haben wir es ordentlich groß. Und dann kann man noch sicher das auch noch alles beenden. Und dann zum Schluss gehen wir auf Exportieren als. Ich glaube, ich gehe gleich mal in meinen temporären
und nenne es jetzt einmal bearbeitet. Nein. Bearbeitet.jpg. Dann erkennt er selber die JPEG-Änderung. Hier machen wir noch die Qualität. Stellen wir, wenn wir noch ganz hoch haben, und exportieren wir das. So, und da haben wir aus unseren Einzelbildern, die wir hier haben, das und das, haben wir dann, ach nee, das war bearbeitet, haben wir dann das hier gezaubert. Natürlich, jetzt in der Schnelle, natürlich habe ich mir dann viel, viel mehr Zeit gelassen. Aber da könnt ihr dann selber einfach mal ein bisschen rumgucken, probieren und einfach aufpassen. YouTube-Thumbnails dürfen nicht über 2 MB sein. Und falls ihr da doch irgendwie etwas drüber kommt, könnt ihr nochmal das Bild skalieren und sagt, das sind jetzt 100% und nehmt jetzt einfach meinetwegen 90 oder so. Müsst ihr dann einfach ausprobieren. So, das war's davon und ich hoffe, ihr gestaltet mal ein paar Collagen irgendwie in die Richtung und ich würde mich einfach freuen, könnt ihr mir gerne auf meine Facebook-Seite posten, wer mal ein paar schöne, lustige Collagen damit gestaltet. Ihr könnt auch gerne meine Thumbnail-Bilder nehmen, die ihr bei Facebook alle auf meiner Seite sind. Könnt ihr gerne runterladen und das verwurschten, verunstalten, wie ihr gerne lustig seid. Also ich würde mich freuen. Und ich sage ciao, ciao.